Hallo Leute, heute möchte ich Tom-Yum-Kung für Russland kochen. Gestern haben wir diese Shrimps gekauft. Ich weiß es nicht, wie heißt in Deutsch. So, ich zeige Ihnen, was benutze ich. Los geht. Also brauchen wir Galinen, ja, in Deutsch, glaube ich. Schneiden Sie wie das, ja, die Rücken von dieser Galinen. Schneiden wie das. Und K in Deutsch, in Heiländisch, K heißt K. Aber in Englisch oder in Deutsch, ich weiß es nicht. Okay, weiß es nicht. Und dann Lime Leaves. Hier, die grüne. Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Kokosmilch, Fischsalz, Pilz, wie heißt? Chili und Zitrone. Und diese Koriander. Und die letzte Mal haben jemand gefragt, wie heißt diese Sachen. Das ist richtig thailändisch. Ich habe die Namen für Sie mitgenommen. Ich habe von thailändisch Geschäft gekauft. 3,90 €. Macham Piak heißt in thailändisch Macham Piak, ja? In Deutsch oder in Englisch, ich weiß es nicht. Sie können lesen. Oder Sie können die Geschäfte zeigen. Sie brauchen das. Und benutzen Sie das, ja? Nein, nein. Es kam wie das. Und nehmen Sie ein bisschen und benutzen Sie, mix it with the water. You know? Mix it with the Wasser. Und dann macht bei Hahn oder egal. Ja, so jetzt koche ich. Sieht aber lecker aus. Tom Yum Gung. Dankeschön. Für heute Arbeit. Und Sie nehmen einfach Zitrone, wenn Sie will mehr sauber. Ja. Und dann Chili. Russland ist nicht scharf, oder? Doch, ein bisschen. Sei vorsichtig, dass du dich nicht schneidest. Viel, ich glaube, das ist genug. Ja, das ist genug. So sieht's aus. Danke, Pinja. Nichts für danke. Jetzt haben Russland Tom Yum Goong, ja, mit Pilz. Ja. Mit Reis. Aber dieser Reis gefällt dir nicht so, gell? Ja, das ist nicht so gern, aber man muss essen. Wir haben viele gekauft, ja. Aber schmeckt nicht. Ja. Nicht. Okay, los geht's. Hallo zusammen. Heute ist das Wetter sehr schön. Und Luca guckt auf die Vögel.
auf dem Balkon. Es sieht hier Luca. Danke. Ui. Nochmal. Ui. Mein Name ist Tangela Honya. Danke, Luca. Karl. Ding dong, ding dong. Papa. Und ich möchte Lustans Garage sauber machen, aufräumen, ja. So, jetzt gehe ich. Und Luca möchte auch mitgehen, mitkommen. Ja. Wir gehen zusammen. Jetzt sitze ich. Wir waren in die Garage, ja, vor der Garage. Und dann ein Hund kommt mit einer Frau, aber ohne etwas hier. Ich weiß es nicht, wie heißt in Deutsch. So einfach laufen. Ohne diese, ja? Normalerweise, ich habe gesehen, man muss mit etwas so mit der Hund nehmen. Aber dieser Hund gibt es keine. Und dann möchte Luca bissen. Und dann laufen so schnell. Wie heißt Running? Rennen. Und dann ich auch run, follow them, weißt du? Oh, so müde. Und dann die Frau. Ich weiß es nicht, wie normalerweise in Thailand man muss vielleicht Entschuldigung oder sorry oder es was zu sagen, weißt du, wissen sie. Aber sie sagt gar nicht und dann einfach weglaufen. Das verstehe ich nicht. Vielleicht in Deutschland funktioniert wie das. Aber das ist ganz, ganz hoffentlich. Rude, you know. Yeah. So rude to do like this. I don't know about that. But normally you should say a little bit, hey, so I'm so sorry. Or whatever. I know it is about animals. Ich weiß, das ist über Tieren, aber you have to mind your manners. Weißt du, like, you have to a little bit kind to people. Not just like, now Luca is still in the Bäumen, diese Bäumen. Kommt raus nicht. Kommt nicht raus. Hat so Angst. Und ich habe so laut scream, wissen Sie, scream like, hi, hi, like this. Because ich habe Angst, wenn dieser Hund bisschen Luca und dann und großer Hund, nicht kleiner, dieser groß, wie schwarz und groß. Don't like it, to be honest. Don't like these people. Don't have any manners. I don't know how she grow up. How she grow up to be a person like it. So rude. Gucken wir auf Luca. Luca!
Luca! Leo? Ma? Leo? Pa? Mei Juni, pa? He has Angst. Noch. Er hat Angst. He has Angst. Er hat Angst noch. Pa? Leo? Ma? Er möchte nicht. Leo? Pa? Hallo? Pa? Leo? Komm. Ma? Leo, Leo? Pa? Er hat ein bisschen Blut in die Füße. Sehen Sie? Leo, Leo? Pa? Komm mal. Bà mới đủ hai liều. Er hat Blut. Mama liều liều. Miu 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 miu. Mà liều mà liều. Mà đi mà. Liều. Bà. Mà. Hai mẹ đủ gì? Oh, schmutzig. Nein, Mama, du sie? Hat Blut hier. Und hier. Machen wir, du sie? Ja, lass Mama kochen, mal. Hoi. Oh. Nolong. Mana ma? Hello, siapa tu Blut. So, meine Lieben, jetzt gehe ich Wasser wechseln. Die Pina hat hier ein bisschen geputzt. Ah nee, das ist meine Garage. Stimmt, es sah vorhin so aus. Jetzt sieht es so aus. Hat einen guten Job gemacht, die Pina. Ja, leider hat sie heute ein kleines Problem gehabt, und zwar, die ist halt heute mit dem Luca hier gewesen und da kam so eine Frau vorbei mit einem schwarzen Hund. Sie weiß nicht, welcher Hund es genau war. Gut, da war nicht an der Leine, wahrscheinlich musste auch nicht an der Leine sein, weil nur eigentlich, glaube ich, nur Kampfhunde oder Listenhunde müssen an der Leine sein. Und dann ist der Hund halt natürlicher Reflex von einem Hund, ist ja auch verständlich, ist auf den Luca losgegangen. Luca hat sich dann hier versteckt irgendwo in der Garage. Und dann ist er halt rein und hinterher gelaufen, und jetzt hat sich der Luca verletzt, und die Pina natürlich, klar, die hat das alles gesehen und wollte halt den Luca beschützen sozusagen, ist dann auf den Hund, und die Eigentümerin vom Hund ist halt einfach nur, ja, ist einfach vorbeigegangen, hat einfach nur gesagt, ja, so geht's nicht, macht es nicht, der Hund, hat sich nicht mal entschuldigt. Ich meine, ich will nichts gegen den Hund sagen, das ist eine ganz normale Reaktion, Hunde und Katzen. Die mögen sich ja bekanntlich sehr, aber halt von der Frau hätte ich schon erwartet, dass sie sich wenigstens entschuldigt hätte, weil die sieht, das Mädchen ist ganz alleine da, großer Hund. Also wenn ich die Frau hier irgendwo erwische, dann sage ich dir ein paar
schöne Wörter. Also meine Lieben, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen gefallen hat. Gebt uns auf jeden Fall ein Like, kommentiert den Kanal und abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich gerne zum unseren Telegram-Kanal, auch den Telegram-Kanal abonnieren. Wir haben da Bitch Family und da haben wir auch so einen kleinen Thailand-Chat, das heißt German Thailand, Thai German Chatting, sowas. Das werde ich mal auf jeden Fall verlinken. Also, danke euch und bis dann.